Das Tolle an Gießen ist, dass man hier die Kultur der Antike in ihrer ganzen Gesamtheit erlebt, weil man Griechisch, Latein, Archäologie und alte Geschichte studieren kann. So ist das. Deshalb haben wir ja hier auch ein Institut für Altertumswissenschaften, wo die Disziplinen tatsächlich unter einem Dach zusammenwirken. Und wir haben auch die Studiengänge, in denen man eben kombiniert alles, was Antike betrifft, gemeinsam studieren kann. Also ich wollte immer Archäologe werden. Ich studiere Kultur der Antike und den Studiengang gibt es nur hier in Gießen. Ich studiere Philologie in Gießen, weil mir in der Schule die Beschäftigung mit antiker Literatur und antiker Kultur schon immer sehr viel Spaß bereitet hat. Und ja, besonders, weil ich meine Schwerpunkte je nach Interessenslage immer wieder selbst wählen kann und auswählen kann, welche Richtung mir am besten gefällt. Die alte Geschichte, also die griechische und römische Geschichte, ist für mich besonders reizvoll wegen ihrer Brückenfunktion im Bereich der Altertumswissenschaften. Dabei schauen wir im Studium nicht nur auf die Antike, sondern auch auf die heutige Gegenwart. Also ich glaube, das Besondere an der JLU ist, dass wir ein besonders kleines Institut haben und dadurch einen sehr engen Kontakt auch immer mit den Professoren und Dozenten. Wenn man Probleme hat, kann man jederzeit zu jemandem gehen. Man wird in den Veranstaltungen wirklich gefordert, weil man wird halt drangenommen und der Dozent da vorne weiß genau, wer du bist und fordert dich dann auch dementsprechend. Es kommt eigentlich nie vor, dass man einen anderen Studenten irgendwie nicht kennen würde, also mindestens mal namentlich. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen, wortwörtlich. Wir haben am Institut hier unsere eigene Bibliothek und die ist so quasi das Zentrum und der Treffpunkt für alle und da kommt man ins Gespräch, das ist eine ganz lockere Atmosphäre. Also mein Highlight von meinem Studium bis jetzt war die Exkursion nach Griechenland. Die war von der klassischen Philologie aus organisiert. Aber es ist auch die angewandten Theaterwissenschaften von Gießen mitgefahren. Also das war auch eine ziemlich kunterbunte Mischung, mit der wir da unterwegs waren. Und wir sind durch ganz Griechenland gefahren und haben uns die bedeutendsten antiken Theater angeguckt. Ja, als wir damals dieses gemeinsame Seminar zum Theater gemacht haben, finde ich, konnten wir sehr schön auch damit arbeiten, dass wir Kompetenzen haben in unterschiedlichen Befundgattungen. Das heißt, du kennst Texte gut, ich kenne Orte gut. Und wir konnten uns überlegen, wie wir damit eigentlich besser verstehen, wie so eine antike Aufführung funktioniert. Und dann habe ich auch letztes Semester in der Archäologie eine Ausstellung mit vorbereitet im Wallenfelschen Haus. Das war auch ziemlich, also hat unsere Professorin hat uns halt den Titel gegeben, den die Ausstellung gerne hätte. Und dann haben wir da auch, also wir haben die Stücke selber aus den anderen Museen geholt. Wir haben das selber alles aufgebaut, haben die Plakate selber erstellt. Das war auch ziemlich schön. Ja, bei den Lehrgrabungen geht es eben hauptsächlich darum, dass man ergänzend zum Studium eben auch den handwerklichen Teil quasi der Archäologie kennenlernt. Und dann mal wirklich am Objekt arbeitet, beziehungsweise auch da arbeitet, wo möglicherweise noch überhaupt kein Objekt zu sehen ist. Auch ein Teil des Archäologiestudiums, sowohl innerhalb der Universität als auch auf den Grabungen, sind immer wieder neue Techniken zu erlernen, sei es jetzt die Fotografie, sei es jetzt auch mal einen Scan anzufertigen oder eine Umzeichnung in einem Vektorprogramm. Es ist ein anspruchsvolles Studium, macht aber Spaß, weil ich das Gefühl habe, die Welt der Griechen und Römer kennenzulernen, auch umfassender, wie wenn ich nur Archäologie oder nur Geschichte studieren würde. Und deswegen lohnt sich dann der Aufwand auch. Mehr Antike geht nicht.